So, hallo Leute, und weiter geht's mit Terranigma. In der letzten Folge haben wir viel geredet und sind jetzt in Spanien und befinden uns in diesem Schloss, in dem vorher die Königin von Spanien regiert hatte, die aber wahnsinnig geworden ist, angeblich, weil ihre Söhne nicht mehr zurückkamen von einer Reise, glaube ich. Und ja, jetzt schauen wir uns in dem Schloss einfach mal um. Ah ja, noch eine kleine Information. Diese und die vorherige Folge und die Folgen, die ich jetzt noch weiterhin aufnehme, gehören zu einem Paket, das ich dieses Wochenende wieder hochladen werde. Also ich mache dieses und nächstes Wochenende mache ich noch, sage ich mal, Pakete. Einfach weil ich unter der Woche nicht hundertprozentig sicher was hochladen kann. Aber nach diesen zwei Paketen müsste es dann so sein, dass ich eine sichere Möglichkeit habe, Videos hochzuladen. Heißt im Klartext, ab da gilt dann einfach ein geregeltes System, das wirklich jeden Tag pro Projekt, sollte ich denn mal mehrere nebeneinander haben, pro Projekt, pro Tag nur ein Video hochkommt. Und ja, das werde ich dann auch beibehalten. So viel dazu. Machen wir mal weiter. Ja. Das Wasser sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Tja, bisher noch keine Gegner. Wenn man davon spricht. Ja, wieder die, wieder meine geliebten Ritter. Aber deutlich einfacher als ihre Vorgänger. Weil die anscheinend zu dumm zum Angreifen sind. Oh, perfekt. Level 22. 13. War. Kann man sich nicht beklagen. Was sind das für Gemälde? Die vier Gemälde, von denen vorher die Augen der Menschen wurden herausgeschnitten. Gespenstisch. Wie in einem Albtraum. Also muss ich echt sagen, dafür, dass die Auflösung bei diesem Spiel nicht so hoch ist, sind die Gesichtszüge dieser Person verdammt gut erkennbar. So, schauen wir mal. Da unten wäre es eh nicht weitergegangen. Eine Statue, die nichts macht. Soll mir recht sein. So, die sind wieder erschienen. Sehr schön. Tja, puh. Also von diesem Schloss, gut, dass ich nicht oben lang gegangen bin, habe ich jetzt gar keinen Plan mehr. Chaka. Ah ja, das waren. Genau. Bei denen muss man vorsichtig sein, weil die ihre Knochen, wenn sie Sterben wegwerfen. So, das scheint ein Keller zu sein. Okay, ich schätze einfach mal, dass ich jetzt hier lang muss. Ich habe Geld gehört. So, was haben wir denn hier unten? Okay, damit war der Besuch des Kellers schon wieder so sinnvoll, dass ich es kaum beschreiben kann. Gibt es denn hier noch andere Durchgänge? Hier nicht. Da nicht. Das Ding hier. Auch nicht. Das Wasser da drunter bewegt sich nicht mal. Okay. Offensichtlich muss ich doch nicht hier lang. Okay. Soll ich denn dann lang? Ah, da ist eine Treppe. Okay.
Gut, dann gehen wir hier mal lang. Und warum ist die Flamme da oben eigentlich grün gewesen? Oder habe ich mich da jetzt getäuscht? Okay, ja. Jetzt bin ich wegmäßig wieder versorgt. Wackelnde Kerzenleuchter. Okay, die erinnern mich an etwas. Ah, okay. Kapelle. Schlosseigene Kapelle. Auch nicht schlecht. Vergiss es. So, die Kapelle. Na, muss sagen, viel aushalten tun sie nicht. Was sollte das jetzt? Ah, das ist erschienen. Ich bin eine ruhelose Seele. Nimm mich mit und suche meinen Körper. Soll ich das tun? Ja. Hab Dank. Ich habe jetzt so eine Ahnung. Körper. Ich glaube, ich versuch's mal. Sekunde, da unten war der Ausgang. Ich glaube, ich versuch's mal bei der Statue, die ich unten gefunden habe. Ich glaube, dass die Statue die Lösung war. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Das wäre aber ein bisschen schnell gelöst, das Rätsel, muss ich sagen. Also sie folgt mir auf jeden Fall diese Treppe runter. Somit ist es möglich, dass in diesem Stockwerk ist. Dann gehe ich einfach mal zur Statue hin. Erstmal wieder die Gegner kloppen. Definitiv eine gute Attacke gegen diese Viecher. Und wie oft haue ich jetzt einen kritischen Treffer raus? Das ist ja Wahnsinn. So, hier war das, ne? Genau. Ist es dein Körper? Mein Körper. Mein Körper. Mit einem Schrei fährt die Seele in ihren Körper. Ja. War sein Körper, aber. Oh. Das war schwer. Es war ja nett. Da haben wir die Seele zurück in ihren Körper gebracht und dafür will sie uns töten. Okay, ja, das Rätsel war jetzt irgendwie nicht so schwer. Ah, gut. Ich erinnere mich teilweise noch an ein Rätsel, was hier noch drin war. Also, ja, was mir halt schwerfällt, erinnerungsmäßig, ist der Aufbau vom Schloss. Die Rätsel, die hier drinnen waren, glaube ich, kapiere ich soweit noch, aber ja, in der Kapelle hab ich nichts mehr zu suchen, die Seele habe ich geholt. Ja. Ja, das könnten schon mal drei Parts werden, die ich hier an diesem Schloss hänge. Locker. So, hier drüber. Unser Charakter kann ja perfekt balancieren. Nein. Ah, ja gut, dann halt von dem Seil aus geht's denn dann? Nein, auch nicht. Skispringen? Hallo? So, geht doch. Dann halt nicht. Ich dachte, ich hole mir mal eben den Kristall, aber dann halt nicht. So, da müsste ich aber hinkommen. Genau. Kraftelixier, sehr schön. Mehr Angriffskraft. Kann man immer brauchen.
Ja. So, jetzt wieder auf das Seil kommen. Falsch. Falsch. Ich kann's mal wieder. Aber sowas von. So, da ist wieder so einer. Da sind wieder solche. Geht einfach weiter, während seine. Das sieht irgendwie aus wie eine Kinderkrippe oder sowas. Was ist hier drin? Oh, ein Haufen Geld. Oh, ein schöner Batzen. Gut, gut, gut. Gott, wo bin ich? Okay. Platinrüstung. Ja, ich habe die andere nicht mal angezogen, ich Idiot. Ist jetzt schon das zweite Mal, dass mir das passiert. Ja. Silberrüstung. Giftangriffe. Wird von der Garde getragen. Welche Garde? Ich habe hier niemanden gesehen. Ich schätze mal, die sind alle tot. Da kann ich nicht rein. Ja, ich hau aus der Wand raus. Das sieht auch interessant aus. Ah, wieder selbes. Jupp, ich stehe gleichzeitig unter und auf der Wand. Das Fenster da oben ist offen, warum auch immer. Ah. Ja. War hier nicht mehr wie. Ja, okay, immer die. Grafikbugs. Gut, wenn hier sonst nichts war. Okay. Na, toll. Und wieder rüber. So. Und nein. So. Dann komme ich doch da auch hin, oder? Da dachte ich mir, ah, da unten geht's nicht lang. Nein. Bitte. Ja, wenn er so zappelt, dann muss man in die entgegengesetzte Richtung drücken. Na, dann. Ah, so kommt man rüber. So. Und dann steht er wieder normal da, ansonsten fällt er halt runter in einer Zeit. So, jetzt bin ich wieder bei der Kapelle. Wieder mit den zwei tollen Spinnen, die wir gleich mal erledigen. Okay. Gerade wollte ich sagen, auch wenn sie uns nichts getan haben, aber jetzt haben sie uns was getan. So, was war hier nochmal? Ach so, da komme ich. Ah, jetzt glaube ich, verstehe ich's. Sekunde, wenn ich dann hier nach oben gehe. Nö, jetzt bin ich Kammer. Okay. Gebt mir meine Söhne zurück. Meine Söhne. So, zwei Seelen. Einst gehörte ich der Gefolgschaft der Königin an. Die Königin hatte drei Söhne. Tragischerweise starben sie in jungen Jahren. Einst gehörte ich der Gefolgschaft der Königin an. Die Königin liebte ihre drei Söhne abgöttisch. Die Zahl des Jahres, in dem die Söhne starben, war ihr sehr wichtig. Okay.
Ich habe da beim letzten. Ja, doch, ich habe was. Ah, es ist egal. Ja, mein Laptop verarscht mich weiterhin. Ich weiß immer noch nicht, wieso. Und ja. Tut mir echt leid. Ich. Ja. Oh mein Gott, ein rotes Skelett. Es ist zusammengefallen. Und sonst? Aha, die lassen nichts fallen. So, Bücherei, mal sehen. Wo liegt denn hier was? Sie betrachtet ein altes Buch. Es beschreibt Kolumbus Rückkehr von seiner langen Reise. Viele Jahre vergingen seit dem Beginn der Reise. Ja, im Jahre 286 kehrt Kolumbo heim. Sein Schiff ist nahezu zerstört. Kolumbo und seine Crew waren an Bord, doch nicht die drei Prinzen. Ein historisches Datum, aber ein Unglückstag für die Königin. Sie klagte Kolumbo für den Tod der Prinzen an und sperrte ihn ein. Sekunde, 286, oder? Wie viel? 286, ja. Ja, 286. Merke ich mir mal. Nehmen wir an, hier ist der Anorak. Sie betrachtet ein altes Buch. Es enthält Überlieferungen. Überlieferungen, okay, Punkt. Die Balance von Licht und Schatten hält die Welt im Gleichgewicht. Wenn die Balance gestört ist, wird ein Held sie wiederherstellen. Der Held wird mutig mit einer ganz besonderen Waffe kämpfen. Wer könnte das nur sein? Sie betrachtet ein altes Buch, das Tagebuch eines Soldaten. Unsere Waffen sind heute angekommen. Alle Männer werden ausgerüstet. Es ist eine wahre Tortur, diese schweren Waffen zu tragen. Ich sehe nämlich noch was. Ich sehe nämlich nach Frieden. Okay. Ja, okay, da sind noch ein paar Bücher zu lesen. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal einen Schnitt und beim nächsten Mal geht es dann weiter hier auf dem Schloss. Was heißt ja, beim nächsten Mal ist es sowieso ein Paket fürs Wochenende. Also sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute.